Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Schön, dass du den Montagsimpuls eingeschaltet hast. Gestern Morgen um 7:30 wollte ich das Teewasser aufsetzen. Da fiel mein Blick aus dem Küchenfenster und augenblicklich meine Kinnlade nach unten. Denn dort, wo sonst grüne Wiese war, war nur noch braune, aufgewühlte Erde. Da waren in den Morgenstunden eine Rotte voll Wildschweine bei uns über das Grundstück getrabt und haben genüsslich alles durchgewühlt und vermutlich den ein oder anderen Leckerbissen gefunden. Ich war natürlich nicht erfreut und ich habe nicht sofort dankbar rausgeschaut. Ich habe meinen Mann geholt, wir haben uns den Schaden angeguckt und wir waren natürlich auch sauer und muffelig. Aber irgendwann kam mir der Gedanke, dass das nur eine Wiese war. Das war kein englischer Rasen, der war durchsetzt, dieses Grünstück mit Moos und mit Klee und mit Unkräutern und allem. Das war nicht mehr schön. Und dadurch, dass das jetzt so durchgewühlt ist, haben wir die Möglichkeit, was Neues zu machen. Und für mich ist das so ein Bild für alle Lebenssituationen. Auch wenn schwere Dinge passieren, an denen ich zu knacken habe, geht es darum, die Perspektive einzunehmen, was kann daraus Gutes entstehen? Eine Dankbarkeit, die nicht gekoppelt ist nur an gute Zeiten, sondern die auch in schweren Zeiten den Blick dafür bekommt, was sich Gutes daraus entwickeln kann. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tiefe Form der Dankbarkeit, die wirklich mein Leben verändert und die mir Glück und Zufriedenheit bringt, weil ich dann auch resilient, also gut durch schwere Lebenslagen durchkomme, weil ich weiß, auch wenn es jetzt hier nicht so gut läuft, es entwickelt sich was Gutes daraus. Es wird für was gut sein. Spannend fand ich übrigens, dass ich die Fotos gepostet habe in meinem WhatsApp-Status und dann auch Kommentare kamen. Sei dankbar, Sabine. Ja, ich bin dankbar. Jetzt nicht für den kaputten Rasen, aber das, was mir dadurch klar geworden ist. Ich wünsche dir eine gute Woche mit vielen Gründen zum Gott sei Dank sagen. Bis nächsten Montag. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.